zusammen und herzlich willkommen hier bei Sherwood News. Heute berichten wir über die neuesten Geschehnisse im Sherwood Forest. Die Angst hat sich verbreitet unter den Waldbewohnern in den letzten Tagen. Der Bruder Tuck ist von den Soldaten vom Sheriff überfallen und verschleppt worden. Ist das ein Angriff auf unsere Religionsfreiheit? Pascal berichtet live vor Ort für uns. Danke Martina und hallo live aus Sherwood Forest hier im Hintergrund. Ja, die Verunsicherung ist gross in der Bevölkerung. Sie wissen noch nicht genau, was die Entscheidungen nach sich ziehen. Ich konnte diverse Interviews führen mit den Leuten und sie sind verunsichert. Sie wissen nicht genau, was machen. Die Angst sitzt tief. Hier noch ein paar Aufnahmen, aber Achtung, die Bilder können sehr verstörend sein. Die Bilder drücken den Schock und die Verwirrung, die im Moment vorherrscht, gut aus. Dass der Bruder Tuck verhaftet worden ist, schlägt grosse Wellen. Laut dem Staatsgericht ist er verurteilt wegen Ausübung missionarischer Tätigkeit. Und nicht wenige sehen darin einen massiven Eingriff in ihre Religionsfreiheit. Nicht nur der Bruder Tuck, sondern auch ein Little John und eine gewisse Maid Marian, beide sehr bekannte Persönlichkeiten, sind verhaftet worden. Sie sind laut Staatsgericht verurteilt wegen illegaler Entwendung königlicher Besitztümer, was nicht viel mehr heisst, als sie haben Blumen auf dem offenen Feld gepflückt und mitgenommen. Jedoch sehr umstrittene Entscheidungen, wer die jetzt verantwortet hat, da ist im Moment noch sehr schleierhaft. Viele Experten meinen, es sei hauptsächlich der Abwesenheit vom König geschuldet und der Sheriff als sein Stellvertreter kann die Macht im Moment massiv missbrauchen. Unverhältnismäßig und ungerecht! Unverhältnismäßig und ungerecht. Das sind die letzten Worte, die Lil John vor sich gegeben hat, bevor er verhaftet worden ist. Der Sheriff war leider noch nicht zu erreichen für ein kurzes Statement. Vieles ist unklar, etwas ist klar. Die Leute haben Angst und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ich gebe zurück ins Studio. Sehr beängstigend, was da vorgeht mitten unter uns. Pascal, gibt es da noch gute Wende in dieser Geschichte? Ja, die Geschichte hat gleich noch eine gute Wende genommen. Durch einen exzellenten und riskanten Zaubertrick hat Robin Hood mit seinen Gefährten alle Soldaten vom Sheriff können überwältigen und fesseln. Der Bruder Tuck, die Maid Marian und der Little John konnten ohne grosse Verletzungen befreit werden. Momentan sind sie mit dem Robin Hood und seinen Gefährten unterwegs. Doch wer ist der Robin Hood eigentlich? Noch nie hat man ihn live gesehen. Eins kann man sicher sagen: Er ist ein Held. Danke, Pascal. Glücklicherweise ist der Bruder Tuck vom Robin Hood und seinen Gefährten befreit worden. Momentan befinden sie sich in Sicherheit. Gern halten wir euch auf dem Laufenden. Danke vielmals fürs Einschalten und einen schönen Abend miteinander. Herzlich willkommen zum diesjährigen Sheriffs-Turnier. Ich bin der Mike. Ich bin der Roger. Und wir freuen uns auf ein spannendes Turnier. Jawohl, und das Jahr im Sheriffs-Turnier 1461 im Sherwood Forest haben wir 5 Teilnehmer. Der Adrian Cascata. Solero Nibordo. Mai Döneli Blaya. Nathalie Schilknecht. Und Alexandra Wirth. Ja, wird sehr spannend. Adrian hat letzte Saison ziemlich geführt, aber nachher musste er abbrechen wegen Verletzung. Ja, der hat recht gut für ihn ausgesehen. Mal schauen, ob er dieses Jahr einfach alles holen kann, oder? Ja, das wird sich noch herausstellen.
Das Wetter in Sherwood Forest ist heute recht trüb, finde ich. Mal schauen, wie das auch rauskommt. Ja, schiessen wir auf Figuren von Bibo. Also, erster Teilnehmer, der Adrian. Ziele. Ja. Schau die Konzentration, einfach Weltklasse. Weltklasse, wie der Move fast gewinnen. Ja, leider nur ein 3-Punkte-Schuss. Folgt von der 4-Punkte und 2-Punkte. Ich meine, 2-Punkte. 2-Punkte. Hat er letztes Jahr besser gezeigt. Also. Ja, ganz klar. Ja, der neue, der Salero Nibor hier. Mal schauen, was er noch anbringt. Das haben wir noch nie gesehen, so weit hier in dieser Szene. Auch sehr konzentriert. Jawohl, der Blick voll aufs Ziel. Zweimal hintereinander, gab 5 Punkte. Dreimal hintereinander. Oh, Maximalpunktzahl. Ja, da sieht gut aus für ihn. Und die anderen Teilnehmer, ganz einfach 15, 8 und 3 Punkte. Somit kommt es zum Zweikampf zwischen Salero und Mike Dönerli. Spannende Sache, spannende Sache. Da sehen wir, ja, 3 Punkte. 5 Punkte, und, ein 1-Punkte-Schuss, das. 9 Punkte, mal schauen, ob das der Salero wieder aufholen kann, wird sich noch herausstellen. Ja, mal schauen, wenn er es zeigt, 5 Punkte. Ja, gerade so 3, ja, und jetzt noch 2. Schuss. Jawohl. Nochmal 5 Punkte, er hat eigentlich krass. Schon gewonnen, nein, ja, das ist ein Meister. Und nochmal 5 Punkte. Wie ihr hier gesehen habt, zur Bestätigung, die Resultate sind gerade reingekommen, sind wirklich 15 Punkte gewesen. Somit sehen wir einen wohlverdienten Sieg für den Salero. Ja, wunderbar, ganz, ganz krass. Gut gemacht und somit beenden wir das diesjährige Sheriffs-Turnier. Danke fürs Zuhören.